Hallo, Herr Köln. Ja, hallo, hi, guten Tag. Das Grundeinkommen im Rahmen der Versuchsprojekte ist ja nicht besonders hoch. In Namibia waren das 100 Namibia-Dollar in diesem Dorf im Norden, wo es getestet wurde. Wie soll denn mit so wenig Geld Armut verhindert werden? Ja, Sie haben recht. Also 100 Namibia-Dollar entspricht in etwa umgerechnet 8 Euro im Monat. Und selbst für namibische Verhältnisse ist das nicht viel. Wir müssen halt dazu sehen, dieses Dorf, Ochivero Omitara, wo das ausgezahlt worden ist, das waren 1000 Menschen, die auf einer öffentlichen Brache in Blechhütten und Papphütten und so weiter gelebt haben. Selbst wenn es wenig Geld war, war es für die Menschen ganz entscheidend, für die wichtigsten und notwendigsten Sachen dann halt eben wenigstens ein bisschen Finanzmittel zu haben. Da sind wir schon dabei. Was haben die mit dem Geld gemacht? Also was ist passiert, nachdem die Menschen monatlich dieses Geld bekommen haben? Die Menschen haben ganz super interessante Projekte entwickelt. Also zum Beispiel gab es dann die eine Frau, die dann das, was sie sowieso backen würde, also die hat sich halt Backzutaten besorgt und hatte Überschuss und hat das dann zum Beispiel vor ihrer Hütte verkauft. Es gab Menschen, die dann zum Beispiel hier Saatgut gekauft haben und sich dann den eigenen Garten angelegt haben. Spannend war aber eben auch, dass die Menschen überhaupt das Geld hatten für die Fahrkarte, um in die Hauptstadt zu fahren. Das heißt, sie konnten noch nicht einmal ihre AIDS-Medikamente abholen. Das heißt also, es ist eine große Vielfalt an neuen Initiativen entstanden. Der eine Mann, der ist dann hingegangen und hat dann aus Lehm Backziegel an der Sonne getrocknet angefertigt. Und es entstanden dann auch interessanterweise die ersten gemauerten, einfachen Häuschen. Mhm. Also noch eine ganz interessante Geschichte ist zum Beispiel, dass die Kinder in der Schule überhaupt da sein konnten. Also Namibia hat das Thema, dass die Kinder eine Schuluniform brauchen. Und wenn die Menschen das Geld nicht haben, für die Kinder die Schuluniform zu kaufen, dann gehen die Kinder einfach nicht zur Schule. Oder wenn sie irgendwie mit knurrendem Magen im Unterricht sitzen müssen, dann macht das mit dem Lernen einfach nicht wirklich viel Sinn. Jetzt gab es ja das Projekt in Namibia, das ist beendet, haben Sie gesagt. In Indien und Brasilien ähnliche Initiativen. Gab es da große Unterschiede dazu, was die Leute dort gemacht haben? Also Brasilien, das ist tatsächlich 40 Kilometer von Sao Paulo, allerdings dann mitten im Dschungel. Also man braucht da Ewigkeiten, um da hinzukommen. Und das ist eine rein private Initiative, wo ein junges Pärchen dann halt eben aufgrund von Spendengeldern dann die Menschen dort vor Ort versorgt haben. Dort sind es ungefähr 100 Menschen, die da als Einwohner in diesem abgelegenen Dorf sind. Und die Entwicklungen waren sehr ähnlich. Allerdings ist das längst nicht so, sagen wir mal, von der Größe alleine her, hat das nicht so viel Bedeutung erlangt. Brasilien, muss man dazu sagen, ist ganz spannend, weil das erste Land der Welt ist, in dem das bedingungslose Grundeinkommen in der Verfassung bereits verankert ist. Okay. Allerdings noch nicht umgesetzt. Umgesetzt wurde stattdessen ein anderes Programm, das nennt sich Bolsa Familia, also übersetzt so viel wie das Portemonnaie der Familie oder die Tasche der Familie oder so. Und da wird zum Beispiel an Familien ein gewisser Betrag, ein relativ niedriger Betrag ausgezahlt. Allerdings nur dann, wenn die Familien nachweisen können, dass ihre Kinder zur Schule gehen. Und jetzt ist dadurch aber das Konzept bedingungsloses Grundeinkommen ein bisschen ins Hintertreffen gelangt. Hat denn eigentlich damals hat das Projekt bedingungsloses Grundeinkommen an irgendeiner Stelle nicht funktioniert? Gab es da auch Missbrauch? Gab es da irgendwelche Probleme damit? Ja, das ist ja ganz spannend. Was ist denn ein Missbrauch? Es gab natürlich jede Menge Stimmen, auch in Namibia zum Beispiel, die gesagt haben so, ach, das wird versoffen, das wird nicht dafür eingesetzt, wofür es eigentlich gedacht ist, die Leute liegen nur faul in der Hängematte rum. Diese Aussagen gab's. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann stellte man plötzlich fest, das waren die Aussagen von dem einzigen Händler, der dort in der Nähe einen Schnapsladen hatte. Am Anfang war das wirklich so, da haben die Männer in dem Laden sich den Schnaps gekauft. Allerdings, als die Frauen das mitbekommen haben, die Projektleiter, in Namibia war das, sind die einfach hingegangen und gesagt, okay, das Geld wird den Frauen ausgezahlt. Das heißt, die Männer müssen, wenn sie sich irgendwie den Schnaps holen wollen, bei den Frauen das Geld abholen. Dadurch ist dieser deutsche Händler, das war also ein deutscher Auswanderer, der dann halt dort seine Geschäfte auf
kann man fast sagen, auf Kosten der armen Bevölkerung gemacht hat, natürlich in seinem Einkommen extrem reduziert worden. Und der hat dann gesagt, so von wegen, die Leute, die würden ja nur das versaufen und so weiter. Ja. Also verstehen Sie, das ist so dreimal um die Ecke gewickelt. Missbrauch kann ich nirgendwo erkennen, dass Menschen Missbrauch betreiben, wenn sie keine Ahnung, wenn sie denn mal über Mittel verfügen, die Zeit dann nutzen, um vielleicht wieder gesund zu werden, weil sie irgendwie lange Zeit depressiv waren oder einfach auch erstmal sich umschauen müssen, welche Möglichkeiten überhaupt für sie realisierbar sind. Das Spannende ist einfach umgekehrt, wenn man den Menschen das Geld direkt gibt, kreativ werden sie alle. Wie ging es denn dann weiter? Also was haben denn die Regierungen in den jeweiligen Ländern daraus gemacht? Eigentlich wäre die Konsequenz, super, fördern wir weiter, wollen wir auch irgendwie umsetzen, um den Hunger zu bekämpfen, oder? In Brasilien ist es halt eben so, in der Regierung Lula, das ist der vorletzte, glaube ich, Präsident gewesen, da ist halt einer der Senatoren, Eduardo Suplicy, der sich halt sehr, sehr stark fürs bedingungslose Grundeinkommen einsetzt, der hat dafür gesorgt, dass dieser Zusatz in die Verfassung aufgenommen wird. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass irgendwie kein anderer aus der politischen Riege da jetzt irgendwie groß an Energie dran aufbringen will. In Namibia ist es ganz spannend, da ist von vornherein Absprachen oder beziehungsweise Rücksprachen getroffen worden mit der Regierung in Namibia. Und man hat irgendwie ausgerechnet, dass, ich bin mir über die Zahl nicht mehr sicher, ich glaube 3% des Bruttoinlandsproduktes ausreichen, um in Namibia ein bedingungsloses Grundeinkommen auszuzahlen. Das will da aber keiner. Man will das nicht. Ich vermute, das hat damit zu tun, dass man isoliert in Namibia nicht das bedingungslose Grundeinkommen einführen kann, sondern man muss sozusagen eine afrikanische Koalition gründen und dann irgendwie in ganz Afrika damit beginnen. Vielleicht ist das der Hintergrund. Aber es gibt den stellvertretenden Präsidenten in Namibia, der sich jetzt für die nächste Amtszeit bewirbt als Präsident. Der hatte zumindest angedeutet, dass er sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen stark machen würde. Jetzt wissen wir natürlich, wie Politiker sind. Die versprechen gerne vor der Wahl alles Mögliche. Also das muss man abwarten. Felix Köln war das von der Kölner Initiative Grundeinkommen. Mit ihm haben wir gesprochen über eben dieses bedingungslose Grundeinkommen, das Menschen in Entwicklungsländern aus der Armut helfen soll. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Köln. Ja, vielen Dank auch an Sie.